Ja, und herzlich willkommen hier zurück bei Iron Zockt Assassin's Creed 3. So, wir stehen hier oben am höchsten Punkt des Schiffes. Ja, wie ihr schon seht, und genießen einfach mal die Aussicht. Ey, nee, ich habe mir mal die Mühe gemacht, einfach mal hochzuklettern. Ich wollte gucken, ob wir noch höher können, aber höher geht's leider nicht. Ich kann leider nicht hochgucken. Und naja, wie ihr seht, wir kommen da nicht höher. Nicht da oben drauf. Ja. Und runter ist am einfachsten. Ja. Seht ihr das Teil, was hier ist? Achtung. So einfach geht's wieder runter. So, nichtsdestotrotz, wir gehen nach unten unters Deck. Letzte Folge war es ja so, dass wir hier ein klein wenig Backenfutter verteilt haben. Mit dem Kapitän gesprochen haben, dass er eben halt den Verdacht hat, dass hier eine Meuterei stattfindet. Und wir sollen herausfinden, wer das ist. Oder wer damit alles zusammenhängt. Sozusagen. Und naja, wir lassen. Oh, wir haben unter uns noch Tiere. Okay. Ja, das mit den Spielen lassen wir erstmal auf sich beruhen, ja. So, mal gucken, wie es jetzt hier erstmal weitergeht auch. Weil wir müssen erst irgendwann mal rüberfahren nach Amerika oder ankommen. Na, will er nichts sagen? Nö, keine Worte. Okay. Hm. So wortlos. Also wir sind schon mal 28 Tage unterwegs. Das ist schon mal sehr schön. Mr. Kenway. Captain. Was immer die planen. Ich glaube, es wird langsam ernst. Dann gehe ich besser ans Werk. Okay. So. Ja, der will echt den Stein da drinnen lassen. Na gut. Dann bequatschen wir mal hier die Leute. Nee, andere Seite müssen wir rüber. Gekürzt und sagt, wir wären nicht ausgestattet für solchen Luxus. Es ist unrecht, dass er sich Lamm und Wein gönnt, während wir nur Büchsenfisch und Zwieber kriegen. Jemand muss mal mit ihm reden. Mills hat's versucht. Der Captain wies ihn ab. Dann muss er's nochmal probieren. Mit mehr Nachdruck, wenn nötig. Okay. Komischer Vogel. Hat immer. Sucht ihr wieder Streit? Ist es das? Geht weg. Ah, ja. Nein, kein Streit, aber trotzdem danke. Ey, zu denen gehe ich noch nicht. Erstmal bequatschen wir den Rest hier. Nette Abreibung habt ihr Graves und Quill verpasst. Ich hatte keine Wahl. Ei, Hohlköpfe, und zwar beide. Wo sind meine Manieren? Louis Mills, sehr angenehm. Ethan Kenway. Also, sollte ich auf der Hut sein? Ich glaube, die haben ihre Lektion gelernt. Sonst sind sie nicht so. Ehrlich, nur die letzten paar Überfahrten waren halt etwas rau. Ach. Der Captain spart an jeder Ecke. Reduzierte Rationen, geringe Heuer, immer gefährlichere Fracht. Das hat die Crew aufgebracht. Gibt es denn Grund zur Sorge? Nicht, wenn ich's verhindern kann. Aber der Captain muss überdenken, wie er seine Männer behandelt. Ah ja. Also hat der Captain fast schon selber dran schuld. Ich habe euch nichts zu sagen. Okay. Ich mag ja diese Lieder hier, ja. Also habe ich ja schon echt toll gefunden.
So, mal gucken. Dann interagieren, natürlich. Ihr da. Ich habe ein paar Fragen. Freut mich. Habe aber keine Zeit zum Schwätzen. Vermutlich habe ich euch eh nichts zu sagen. Ihr sucht Informationen? Geht zum Smoothie oder zum Doktor. Die werden immer von allen zugequatscht. Ah, so. Okay. Dann gehen wir erstmal zum Doktor. So. Ein Wort, Doktor. Habt ihr einen Moment? Geht es euch nicht gut? Aber nein doch. Ich frage mich nur, ob ihr Anzeichen von Ärger an Bord bemerkt habt. Welche Art Ärger? Ungewöhnliche Klagen oder Beschwerden? Streit zwischen Besatzung und Captain oder Passagieren? Ihr klingt genau wie James. Ich sagte ihm doch auch schon, dass ich mit meinen Nachforschungen beschäftigt war und nichts bemerkt habe. Und wo finde ich diesen James? Versucht's in der Kombüse. Nun entschuldigt mich bitte. Okay, ganz ruhig bleiben, alter Mann. So. Seid ihr James? Hi. Kenway. Haven Kenway. Ich weiß, wer ihr seid. Ich würde euch gerne ein paar Fragen stellen. Das dachte ich mir, aber nicht hier. Folgt mir. Okay. Also, was wollt ihr denn wissen? Habt ihr etwas Außergewöhnliches bemerkt seit unserer Abreise? Irgendwas, das Anlass zur Sorge gäbe? Einige der Männer haben sich nachts auf dem Oberdeck versammelt. Ich habe nur Bruchstücke aufgeschnappt. Ich weiß also nicht mit Sicherheit, was sie vorhaben. Aber mir schwant nichts Gutes. Meint ihr, sie planen eine Meuterei? Ich weiß nur, dass sie den Captain nicht mögen. Mills wollte sie beschwichtigen, aber er kann auch keine Wunder vollbringen. Danke für die Information. Ich möchte nur, dass wir die Kolonien lebend erreichen. Ah ja. Okay. Ja, kann man ja verstehen. Oh, entschuldige, dass ich dich geweckt habe. Warte, wir gucken mal ganz kurz hier beim Captain unten drinnen rein. Einfach mal so. Ihr müsst herausfinden, was sie planen. Eure Crew ist sehr schweigsam. Mal sehen, was ich tun kann. Nun, beeilt euch. Oh. Okay. Ich dachte, mit denen kann man ein bisschen mehr quatschen. Na gut, was soll's. Guten Abend, Sir. Ist alles ruhig? Ruhig und still. Genauso, wie ich's mag. Was führt euch hier rauf? Nur ein Spaziergang. Die Beine vertreten. Mehr nicht. Aber seid vorsichtig. Auf Deck ist es sehr gefährlich im Dunkeln. Was war das? Da wirft jemand Ladung über Bord. Aber warum? Okay. Komisch. Er hat die Rationen gekürzt und sagt, wir wären nicht ausgestattet für solchen Luxus. Es ist unrecht. Wartet mal, wir quatschen mal mit denen damit. Nette Abreibung habt ihr Graves und Quill verpasst. Ich hatte keine Wahl. Okay, das kennen wir ja schon. Über uns? Oder was? Ne, über uns ist keiner. Ist schon unten. Okay, gut. Wir müssen also nach hinten erst durch. Komischer Vogel. Ruhig! Da kommt er! Gut, als würde ihr arbeiten. Er hat die Rationen gekürzt und sagt, wir wären nicht ausgestattet mit solchen Luxus. Es ist unrecht. Okay. Und Weingön, während wir noch Hüpfenfest und Fieber kriegen. Seltsam. Äußerst seltsam.
Okay. Keine Ahnung, was der gerade jetzt damit meint. Ja, dann gehen wir zurück. Und jetzt. Tag 33, also 5 Tage später jetzt. Also 4 Wochen ist man schon nach Amerika unterwegs. Mit dem Schiff. Neuigkeiten? Jede Nacht dasselbe. Ich bewache ein Gebiet und sie werfen die Fässer von woanders ab. Ich muss ein zweites Paar Augen anheuern. Vielleicht James oder Mills. Warum machen die das? So wie ich das sehe, dienen die Fässer als Markierung. Sie legen eine Spur. Ich fürchte, es ist nur eine Frage der Zeit, bis unsere Verfolger... Schiff von Achtern! Sie geht in Schussposition! Auf die Posten, Männer! Mach die... Achtung! Alle runter! Das war ein Warnschuss. Sie wollen uns wohl nicht versenken, sondern lieber entern. Bemannt die Kanonen! Macht euch kampfbereit! Und ihr geht unter Deck. Warum? Ich kann helfen, das Schiff zu sichern. Wisst ihr denn, wie man auftakelt, eine Kanone lädt, eine Seeschlacht führt? Nein, das dachte ich mir. Nun geht in eure Kabine, oder muss ich euch bringen lassen. Okay. Sichert die Luke! Hathan. Wart ihr schon an Deck? Ein Schiff nähert sich und will uns entern. Aber macht er nicht. Kein Anzeichen für Meuterei. Das ergibt keinen Sinn. Ah, tut es doch. Was meint ihr? Dachtet ihr, ihr könntet so leicht aus London entkommen nach eurem Attentat in der Oper? Dass wir es nicht bemerken? Dass wir euch nicht folgen? Ah, darum geht es hier also. Ergebt euch und ich garantiere, dass man euch ehrenvoll behandelt. Wenn ihr mich ehrenvoll behandeln wollt, gebt mir ein Schwert. Seid ihr sicher, dass ihr das Spiel so spielen wollt? Oh. Okay. Er sollte unter Deck bleiben. Das habe ich auch getan. Nur, dass Mills mich dort erwartete. Er hat dieses Schiff hierher geführt. Es gab keine Meuterei, nur ihn. Und was wollen die? Mich. Dann sollen sie euch haben. Ist das so? Sie kriegen uns ohnehin. Wir können nichts dagegen tun. Ich hätte eine Idee. Ihr wollt in einen Sturm hineinsegeln? Unsere einzige Chance. Das mache ich nicht. Tue ich. Schon gut, schon gut. Okay. Später am selben Abend. Okay. Wir müssen die Taue sichern! Ich sagte, dass es Wahnsinn ist. Beruhigt euch. Ich werde mich darum kümmern. Okay, die Taue sichern. Okay. Ah, wir können nicht schneller rennen. Oh.
Das Seil ist ab. Okay, ab zum nächsten Teil. Gut. Kriegen wir hin. Wäre gelacht, wenn wir hier untergehen. Wir brauchen mehr Fahrt! Gebt mehr Segel! Tatum, ihr nehmt den Fockmast! James, übernimmt den Hauptmast! Okay. Jetzt muss ich doch endlich hier hoch. So. Okay. Oh, 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 aua, aua. Das war jetzt nicht so geplant von mir. Hilfe! Bitte! Hilfe! Bitte! Ja, ich versuch's doch schon. Hallo, Kamera. Hilfe! Bitte! Oh, 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 oh. Arsch auf Eimer war das jetzt. Uff. Was sieht er da, was ich nicht sehe? Oh. Es ist untergegangen. Ja, wir sind auch kaputt gewesen. Oder kaputt gegangen, ordentlich. War nun gut. Das Runterfallen war jetzt nicht so geplant, aber was soll's. Sind das für Steine? Gold oder was? Die kotzen jetzt alle. Wie wild oder was? Ach, das ist Essen-Zwieback-Ration. Okay. Achso, Skorbut geht hier rum, so ungefähr. Ah, dahin müssen wir. Bereitet euch aufs Anlegen vor, Männer! Anlegen? Ich sehe kein Land, nur diesen undurchdringlichen Nebel. Die Möwen sagen uns, was wir wissen müssen. Klettert ins Krähennest, dann seht ihr es. Okay. Das war echt schon Arsch auf einmal. In eine letzte Sekunde haben wir ihn gerettet. Ja? Den armen Mann. Aber naja. Ging ja gerade noch gut. Oh ja. Ab ins Krähennest. Ach, Ubisoft präsentiert ja, das war klar. Assassin's Creed 3. Nein, das präsentiere ich doch gerade. Im Namen von Ubisoft. Ja, knallt die Tür da unten so schön. Ja, Reise in die neue Welt. Genau. Alles geschafft. Wunderschön. Wunderschön. Als sind wir von England aus nach Amerika gekommen. So.
Jetzt sind wir im Boston. Oh, jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet, wie lange wir jetzt unterwegs waren. Master Kenway. Ja, kann ich euch helfen? Charles Lee, Sir. Schön, euch kennenzulernen. Man bat mich, euch die Stadt zu zeigen, dass ihr euch eingeht. Oh, schon gut. Ich habe veranlasst, dass man euer Gepäck zum Gasthaus bringt. Seid ihr zufällig okay. Der Sohn von John und Isabella? Genau, der bin ich. Ihr kommt im Auftrag von Edward Braddock, oder nicht? Ah, aber er ist noch nicht in Amerika und ich dachte, ich... Nun, so lange bis er kommt, ich dachte... Ja, heraus damit. Vergib mich, ich hatte gehofft, dass ihr mich unterrichtet. Wenn ich dem Orden dienen soll, kann ich mir wirklich keinen besseren Mentor vorstellen. Das ist sehr nett von euch, aber ich glaube, ihr überschätzt mich. Unmöglich, Sir. Hier entlang. Haltet ihn, Dieb! Ach. Was soll ich denn noch machen? Wenn ihr nicht ganz zufrieden seid, dann kriegt ihr den alten Freund. Ja, Rotröcke. Hier sind jede Menge Rotröcke. Boston ist eine lebhafte Stadt. Es gibt alles Mögliche zu sehen und zu tun. Wenn ihr eingewöhnt seid, solltet ihr euch Zeit nehmen und die Straßen ablaufen. Wer okay. Weiß, welche Möglichkeiten ihr entdeckt. Einen Moment, ich muss etwas besorgen, bevor es an die Arbeit geht. Ich besorge Pferde, während ihr das tut. Okay. Dann besorgen wir irgendetwas, was er besorgen will. Geht mir aus dem Weg, Rotröcke. Guck mal, wie der sich bewegt. Grandios. Miau, miau. Komm damit zurück, du Schurke! Achso. Nur ein Spieler. Ach, Mist. Verdammte Schnösel, diese Stadt wird nochmal mein Tod sein. Ihr scheint erregt, mein Freund. Weil ich es bin. Sehr, um genau zu sein. Was ist denn? Ich wurde beraubt, Gebinde und Ordner und... Obwohl ich bereits alles zurück habe, fürchte ich, es ist ruiniert. Ihr meint das Buch? Das ist kein ordinäres Buch. Es ist ein Almanach. Der erste, den ich schrieb. Benjamin Franklin, ist mir eine Ehre. Haytham Kenway. Ihr seid sicher neu in Boston. Warum sagt ihr das? Ihr besitzt immer noch Anstand. Haltet an und helft einem alten Rüpel wie mir. Ich will euch nicht bedrängen, aber ihr scheint recht agil zu sein. Wenn ihr meine fehlenden Seiten finden solltet, belohne ich euch. Seht, ich bin nicht sicher, ob... Schon gut, schon gut. Falls ihr Zeit dazu habt, hurra. Falls nicht, auch nicht schlimm. Im jetzigen Zustand ist es ohnehin nutzlos. Doch solltet ihr es schaffen, es wieder herzurichten, werdet ihr mich bei dem Händler dort drüben finden. Okay. Nun, das war interessant. Dann gehen wir mal kurz da rein. 4 Seiten finden. Sieht man hier irgendwo welche Seiten? Nö, ja. Na gut, gehen wir mal kurz hier rein. Was kann man hier jetzt kaufen? Waffen. Ausrüstung. Achso, so ein Ausrüstungsladen. Kaufen. Eine normale Waffe. Normales Schwert, okay. Gut. Und eine Feuerwaffe. Steinschluntenschloss. Gut, nehmen wir auch. Okay. Und wieder raus. Also wenigstens einmal alles kaufen. So. Dann gehen wir mal hier ganz kurz hin. Aufsitzen. Wir reiten zur Green Dragon Tavern. Die Besitzer sind exzentrisch. Doch die Zimmer sind geräumig und man stellt dort keine Fragen. Wurde euch gesagt, warum ich nach Boston gekommen bin? Nein. Master Birch sagte, ich bräuchte nicht mehr zu wissen, als ihr mir sagt. Er schickte eine Namensliste und bat mich dafür zu sorgen, dass ihr sie findet. Und hattet ihr schon Erfolg damit? Ah, William Johnson erwartet uns schon im Green Dragon. Wie gut kennt ihr ihn? Nicht gut, aber er sah das Zeichen des Ordens und zögerte nicht zu kommen. Beweist mir eure Loyalität und ich weihe euch in meine Pläne ein. Nichts wäre mir lieber, Sir. Okay.
Naja, na gut. Dann ist es halt so. Mal gucken. Das ist ja Charles Lee. Einiges der Anführer der irgend so eine komischen Armee eben halt hier in Amerika. Ah ne, ich doch nicht aufbäumen. Ich wollte absteigen. Naja, nicht so schlimm. Wartet. Neue Waffen und Geschäften erhältlich. Ja, okay, cool. Dann gehen wir erstmal rein. Du Lügner! Betrügner, nichtsnutziger Schweinehund! Kommen wir vielleicht ungelegen? Oh, seid nicht albern, meine Lieben. Setzt euch bitte. Wollt ihr etwas essen? Einen Drink vielleicht? Oder braucht ihr ein Nachtlager? Wir haben schon Zimmer bestellt. Oh, ja, natürlich. Die Herren Lee und Kenway, nicht wahr? Ich lasse euer Gepäck nach oben bringen. Sehr nett. Benötigt ihr sonst noch irgendetwas? Nur Ruhe. Ja. Okay, es wird schon Feuerwerk hier draußen abgefeuert. Ziemlich früh. Aber okay, na gut. So. Wen treffen wir jetzt? Okay, also zu ihm ran. Sir, William Johnson. Ein Vergnügen. Guter Junge. Vielleicht ein wenig ernst. Okay. Ich hörte, dass ihr eine Expedition zusammenstellt. Wir vermuten eine Stätte der Vorläufer in der Region. Mit eurem Wissen über das Land und seine Bewohner könnte ich sie finden. Leider wurden meine Forschungen gestohlen. Ohne sie kann ich euch nicht helfen. Dann finden wir sie. Habt ihr eine Spur? Mein Partner, Thomas Hickey, hat sich schon umgehört. Er versteht's gut, Zungen zu lockern. Dann sagt mir, wo ich ihn finde. Und ich werde die Dinge beschleunigen. Es gibt Gerüchte über Banditen, die südwestlich von hier ihre Basis haben. Dort solltet ihr ihn finden. Charles? Sir? Wir brechen auf. Natürlich. Okay, dann brechen wir auf, aber... Oder wir können ja quatschen. Nee, mit Ihnen hier. Das wollen wir doch natürlich einmal machen. Erzählt mir von euch, William. Da gibt's nichts. In Irland geboren, katholische Eltern. Und ich merkte schnell, dass man damit keine großen Chancen hat. Also wurde ich Protestant und reiste auf Geheiß meines Onkels hierher. Doch ich fürchte, mein Onkel Peter war nicht der klügste Kopf. Er wollte mit den Canyon Kahaka Geschäfte machen, doch er hat sein Haus lieber fernab der Handelsroute gebaut und nicht auf ihr. Ich wies ihn natürlich darauf hin, aber... wie gesagt, nicht der Klügste. Also nahm ich all mein Geld zusammen und kaufte mein eigenes bisschen Land. Ich baute eine Farm, ein Geschäft und eine Mühle. Zwar sehr bescheiden, aber in guter Lage. Und das macht den Unterschied. So machtet ihr Bekanntschaft mit dem Mohawk. In der Tat. Und eine äußerst wertvolle dazu. Doch keiner eurer Kontakte kennt eine Stätte der Vorläufer? Kein versteckter Tempel oder antike Bauten? Ja und nein. Das soll heißen, sie wissen von diversen heiligen Orten. Erdhügel, Waldlichtungen, Höhlen. Doch keiner passt auf eure Beschreibung. Aber nichts aus Metall und kein Leuchten. Mist. Sie liegt also gut versteckt. Sogar für sie scheint es. Ärgert euch nicht, Freund. Ihr bekommt euren Schatz der Vorläufer. Versprochen. Dann auf unseren Erfolg. Auf baldigen. Na, dann ist ja okay. Ach, wir können nochmal mit ihnen reden? Sollte nicht mehr lange dauern. Okay. Gut, dann gehen wir jetzt hier raus. Kann leider nicht schneller laufen. Aber was soll's. Ach, jetzt dauert das alles so lange, bis wir raus sind. Okay, aber bevor ich jetzt hier die Gaststätte verlasse, ja, sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch schon einen schönen Abend und erstmal alles Gute und ciao, ciao.